Hallo Leute und herzlich willkommen zum 24. Türchen des Minecraft Adventskalenders. Und heute hat man dann Türchen Nummer 24 am Start. Das bedeutet, heute ist Weihnachten. Und da würde ich erstmal frohe machen von Urweihnachten an euch. Und ja, Türchen Nummer 24, ne, das Ende des Adventskalenders heute, ne. Und ja, ich würde sagen, wir lösen erstmal das Geheimnis von dem letzten Türchen für heute. Und ich würde sagen, los geht's. Und heute hätte ich mal wieder eine kleine Map für euch. Und zwar ist es eine richtig schöne Christmas Map. Und die sieht so aus. Ich finde die ist richtig gut gebaut irgendwie. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, ein bisschen das durchzugucken hier. Und hier muss ich mal raus. Weiß, was das sein soll. Da finde ich so noch ein Gebäude einfach raus, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätten wir einfach hier Straßenlaternen aus Zuckerstangen hier mit Beacons. Sieht schon ziemlich gut aus. So kleine Wohnhäuser hier oder so. Ein paar Schneemänner. Okay. Das sollen schon die Passanten sein. Eine richtig krasse Nase hier. Auch interessant gebaut, oder? Der Nase hier. Sollen wir hier mal wie so ein. So ein Renntierauto, keine Ahnung. Mir sieht auch nicht schlecht aus. Und hier haben wir über Schornsteine und hier haben wir richtig riesigen Zug hier, ey. Huiuiui. Ey, der sieht gut gebaut aus, auch so. Im Wanderstil gehalten. Sieht sehr schön aus. Mal so einen kleinen Schneemann hier so. Einen großen Schneemann. Auch nicht schlecht gebaut. Hier noch so eine kleine Fabrik oder sowas. Sieht auch noch aus irgendwie. Weiß ich nicht so, ach so, das ist so ein Renntierstall oder sowas, okay. Nicht schlecht. Ich habe auch überall hier Geschenke rumstehen, das sieht auch ziemlich cool aus. Wie gesagt, hier die Bahnstrecke sieht sehr cool aus. Mal so kleine Häuser hier. Und hier hat man bestimmt so das Haus und Weihnachtsmann bestimmt. Nach Haus, oder? Geschenkefabrik oder so? Okay. Könnte sein. Ich sehe da nicht ganz den Namen leider nicht dabei. Also was das hier sein soll. Ich denke, es sieht nach einer Weihnachtsfabrik oder was aus. Was steht hier noch? Oh, das ist. Ach, das ist der Bahnhof. Ach lol. Try Nummer 6 an den Gifts. Ach so, das ist der Bahnhof. Na ja, cool. Aha. Das ist der Bahnhof, ich dachte schon, das ist ein Weihnachtsmannhaus oder so. Okay, hier steht's aber hier. Try Nummer 8. Ich kann mir irgendwie ranholen oder so, keine Ahnung, wäre cool. Ach, ich glaube nicht, ist aber nur das Deko da. Auf jeden Fall ist eine ziemlich coole Map. Und hier war so einen richtig schönen Weihnachtsbaum. Hier eine Rentiere hier rumfliegen. Da war so ein Vogel auf dem Schlitten hier. Der Weihnachtsbaum sieht auch nicht schlecht aus hier, ne? Muss man sagen. Und eine kleine Kirche. Ne? Auch ziemlich cool gebaut aus. Das ist alles ziemlich, also richtig in meiner Stil gehalten hier. Das sieht schon richtig geil aus hier. Und sehr, sehr cool gebaut. Und den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und was haben wir hier noch? Good Kids und Naughty Kids, okay. Also liebe Kinder und böse Kinder. Dann haben wir noch den, das ist wie so eine Poststelle hier von den Elfen. Und die bringen deine Nachricht zu Weihnachtsmann. Also wie so eine Poststelle hier, ne? Okay. Thais Mailcard. Also Postwagen hier. Nicht schlecht. Auf jeden Fall ist es auch ziemlich gut gebaut, auch hier mit den ganzen Hügeln und so. Sieht sehr, sehr geil aus. Und das war eine richtig schöne Weihnachtsmap hier mit dem schönen See hier. Und was haben wir hier? Das muss aber der Weihnachtsmannplatz jetzt hier sein, komm. Irgendwann muss er doch mal da sein, ja. Okay. Oh, nicht schlecht. Ist der Weihnachtsmann hier? Sieht so aus, ne? Das sieht sie hier. Okay. Noch nicht schlecht. Nicht gut gebaut. Was haben wir hier noch? Das sieht Fabrik nur so vom Weihnachtsmann.
Auf jeden Fall ganz viele Geschenke, glaube ich. Nicht schlecht. Okay. Runtergefallen, verdammt. Was haben wir hier? Die schöne Berge und was ist dahinter? Nix. Lol. Okay. Wir kommen mal im zweiten Mode hier rüber. Die schönen Tannen auch hier, die sehen auch ziemlich cool aus. Was war noch so? Was kann man noch zeigen? Eure Schritte haben schon gezeigt, ne? Aber es ist einfach eine richtig schöne Weihnachtsmap hier einfach. Und noch eine kleine Brücke hier. Ein Tunnel, okay. War das wieder nichts, okay. Auf jeden Fall eine ziemlich schöne Weihnachtsmap. Und hier war noch so einen kleinen Schlitten hier nochmal hier. Okay. Auf jeden Fall ziemlich coole Map. Und ja, vielleicht können wir mal selber ziehen hier. Selber erkunden. Ich wollte halt nur ganz kurz mal zeigen hier, wie es so aussieht. Die Map. Und ich denke, das ist nicht schlecht gebaut, oder? Aber ich finde es ganz cool gebaut. Und ja, wie sagen wir es gewesen? Von diesem heutigen Türchen, von 24. Türchen. Jetzt auch von diesem Adventskalender dieses Jahr. Wird fest gewesen, ne? Seid gefallen, dann lasst eine positive Wertung da. Abo nicht vergessen. Und tschüss. Bevor ich es vergesse hier. Ich habe noch dieses Rätsel noch gar nicht aufgelöst hier. Dann bevor ich vor ein paar Tagen gehabt habe, hier das Rätsel. Das war die Sache, warum in der einen Kiste hier ganz viele Items drin sind und hier nicht. Und obwohl es eigentlich die gleichen Voraussetzungen sind. Und ja, in einem fallen die Items durch, im anderen nicht. Ich frage einfach, warum? Was welche Angst vor Hauptmann? Dann Commander S. Eine gemeine Diebe. Oder dieser Kaktus hier. Und es war der Kaktus, der legendäre Kaktus. Unser Freund hat ja folgendes gemacht. Ich habe hier unten Soul Sand, wo dann kein nötig gewesen wäre. Aber hier kommt man, also sind die einfach die Items einfach durchgefallen in den Ohr hier. Und hier nicht. Da ist aber der Kaktus. Und das bedeutet, wenn ich jetzt auch wieder so Items hier nehme, wenn die hier durchfallen, ja, den Hopper, die würden hier unten rauskommen. Weil wenn ich hier jetzt Items reinschmeiße, würden die alle in den Kaktus fallen und würden zerstört werden. Die werden niemals unten ankommen. Und das war die Hoffnung des letzten Rätsels. Der Kaktus ist die richtige Antwort. Damit wäre es jetzt endgültig gewesen von diesem Türchen und von diesem Adventskalender. Ich habe das Rätsel vergessen aufzulösen. Was ja egal, besser jetzt als nie. Und ja, also, ich werde endgültig gewesen. Und tschüss.